Und hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Folge Let's Play Dark Souls 3. Praise the Sun. In der letzten Folge haben wir einen weiteren Boss erledigt, die Drachentöterrüstung. Haben davon jetzt einen tollen Riesenschild bekommen. Den habe ich noch gar nicht gezeigt. Fauxpas, Fauxpas. Naja. Der sähe so aus. Ist ziemlich gut gegen Drachen. Wahrscheinlich, wenn es ein Drachentöterschild ist, aber der sieht echt cool aus. Leider haben wir nicht die Stärke, um den zu tragen. Daher zurück zum Drachenwappenschild. Und in der letzten Folge habe ich ja gesagt, es gibt drei Titanite Slabs im Spiel in einem Playthrough. Es gibt mehr. Es gibt deutlich mehr Titanite Shards. Und eine, oder Titanite Slabs oder Titanite Schollen. Und eine kann man hier bekommen. Ah, hier können wir Now Applatinen bekommen. invade and pit, and if you grow, come on, give yourself to Rosaria of the. Now invade and if, come on. Das ist doch Crow, oder? Du bist doch Crow. Now invade and pillage all, and if you grow weary, come on, give yourself. Ich dachte, das wäre Crow. Hier soll es einen NPC namens Crow geben. Bist du das? At the foot, it was you. If. Weil mit irgendwem soll man hier angeblich. Wir haben ja, als wir, nachdem wir Champion Gundyr besiegt haben, sind wir hierher gekommen, bevor, also praktisch in der Vergangenheit hierher gekommen. Und da haben wir ja das Fragment. Das Fragment des gewundenen Schwerts gefunden. Damit kann man halt, das ist praktisch wie ein Homeward bauen, bloß immer wieder verwendbar. Und das soll man angeblich mit einem NPC namens Crow traden können. Und dann gibt einem der eine Titanite Shard. Werde ich wohl genauer nachgucken müssen, wie das funktioniert. Aber naja, wir werden eh den Degen weiterverwenden. Und jetzt reisen wir zur Drachentöterrüstung, die wir in der letzten Folge besiegt haben, und da wollte ich mich noch mal in einer Ecke ein bisschen umgucken, bevor wir weitergehen. Und langsam nähern wir uns ja dem Ende des Spiels. Hier sind wir jetzt praktisch. Wir haben jetzt ja schon Jorm the Giant erledigt, Aldrich Saint of the Deep erledigt, wir haben die Feren Legion erledigt. Es fehlt halt nur noch ein Ashen Lord. Einer von vier fehlt noch, und dann haben wir alle versammelt. Und bevor wir hier aber durchgehen, wollte mich hier nochmal umgucken. Hier sind diese komische Schlangenmenschen oder Statuen rum. Hier ist wie so eine enthauptete Statue, die immer noch saugruselig ist. Da ist nämlich noch was auf dem Dach. Wie kommt man da auch? Genau hier in dem Bereich wollte ich mich nämlich nochmal umgucken. Weil ich glaube, hier gibt es noch ein paar Sachen, die wir schlichtweg noch nicht gefunden haben. Hier kann man nämlich zum Beispiel noch weiter. Und da kann man noch rein, und ich will ja hier auch schon alles erkundet haben, oder so weit wie es halt geht. Und da kann man auf das Dach runterspringen. Fragt sich, wie sicher das ist. Wir sollten es überleben. Wir haben ja die Blutrinne roter Tränenstein. Hier hat man schon wieder einen Ring gefunden. Ich bin ja auch so ein bisschen ein Sammler, deshalb werde ich das Spiel auch mit dem Profil hier oder mit dem Charakter weiter ein zweites Mal durchspielen. Also wenn ich mit dem Let's Play durch bin, gibt es einen zweiten Playthrough, NG Plus, wo ich dann alles nochmal mache, weil ich wirklich alles schaffen will. Dann werde ich auch. Ah, tatsächlich mal keine Mimik. Was ist hier drin? Titrinschuppe. Yay. Sachbeschädigung. Weil ich alle Items haben will und was gibt's hier? Versuch Geheimfahrt und dann Glück voraus. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Kann man nicht ziehen. Das heißt, das hier ist dann wahrscheinlich eine Art Shortcut. Dann werden wir aber hier runterhüpfen in der Hoffnung, dass wir es überleben. Sollten wir aber. Ja, tut gar nicht weh. Weil hier liegt auch noch ein Item. Wie gesagt, Sammelbahn. Alles einsammeln. Ich will alle Items im Spiel haben, jede Waffe haben. Auch diese Glocke. Hier ist irgendwie ein bisschen Texturfehler. Ach ja, das sind wieder unsere Ritterfreunde. Wisst ihr was? Die vergiften wir jetzt wieder ein.
So. Das macht ja nicht mehr Schaden, wenn wir mehr drauf werfen. Ja, könnte ich den anderen anvisieren? Oder wir könnten mal eine Fernwaffe ausprobieren. Die haben ja hier diese ganzen lustigen Pfeile und alles. Dann würden wir das auch mal sehen. Na, Kollege. Ist nicht so geil, wenn du das Opfer bist. Ich liebe, ich muss echt sagen, diese Dinger sehen schon cool aus. Man, gebt euch das Teil mal. Bam. Und voll im Kopf. Das soll ja auch eine Taktik sein, wo man angeblich dann ganz, ganz easy gegen den Nameless King gewinnt, wenn man nur mit einer Fernwaffe gegenkämpft. Also nicht mit so einer Fernwaffe, die einen immobilisiert, aber mit einer Armbrust oder so, soll man den angeblich ganz, ganz leicht machen können, weil er auf Distanz nur relativ leichte Angriffe macht oder leicht ausweichende Angriffe macht. So. Den Gnadenstoß geben wir ihm jetzt aber per Hand. Drachenzahn haben wir auch noch nicht verwendet. Den mochte ich in Dark Souls 2 so gerne, aber in Dark Souls 3 gibt es so viele Gegner, die man nicht staggern kann damit. So. Und eine Glut bekommen. Hat sich schon gelohnt. Nur die Frage ist jetzt, wie ist man da wieder hochgekommen? Ich glaube, hier ist das große Messer notwendig. Weil mit dem trifft man die doch ein bisschen besser. Hat ja auch seinen Grund, dass ich das Ding auch mitnehme. Immer. Jetzt müssen wir mal wieder da hochrennen. An dem will ich mal kurz Kontern üben. Ihr merkt, warum ich das normalerweise nicht mache. Ich kann es halt echt nicht. Ich will das aber lernen. Mache ich meistens eigentlich offscreen. Ich warte nur gerade darauf, dass unsere Estus-Heilung wieder kommt. Ja, ich habe das Timing halt null drauf. Aber ich will es lernen. Und wie lernt man Sachen? Indem man sie macht. Das war zu spät. Das war auch zu spät. Vor allem mit dem Degen wäre es eigentlich eine... Das war wieder zu spät. Viel zu spät. Ich muss wirklich, wenn der jetzt natürlich hat er jetzt so einen Schlag, wo er ewig braucht. Oh, komm. Ihr merkt, warum ich es nicht mache. Vor allem, weil man immer auch das machen könnte. Und ja, jetzt würde ich sagen, nutzen wir doch mal und gehen hoch wieder zur Rüstung. Ich wollte mich da nur mal umgucken, ich renne jetzt nicht den ganzen Weg hoch. Da ist der Ring, den wir bekommen haben. Der erhöht unsere Angriffe, wenn wir wenig Leben haben. Das heißt, wir werden den nicht sonderlich verwenden, weil ich mag es nicht, wenig Leben zu haben. Ich habe gern viel Leben. So, jetzt gucken wir es aber trotzdem nochmal da vorne, weil ich da weiterschauen möchte. Aber das Kontern wäre halt auch vor allem mit dem Degen hier ziemlich gut, weil der hat halt höhere Konterstärke. Das heißt, der macht, wenn er kontert, nochmal mehr Bonusschaden. Das heißt, mit dem Ding kontern zu können, kontern zu lernen, ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Weshalb man es eigentlich machen sollte. Genau, hier war der Aufzug, der nichts machen konnte. Ist hier drüben noch was? Hier drüben war die Kiste. Da geht's raus, da waren wir jetzt schon. Okay, dann gucke ich nochmal davon, wie man da auf das Dach hochkam, weil das Item will ich auch haben.
bevor wir dann unseren Weg fortsetzen. Hier war ja der eine Ritter in der Tür. Solche Gegner wie zum Beispiel den, dann könnte man dann, wenn man kontern kann, sind die halt überhaupt kein Problem mehr. Dann haut man die, dann kontert man die einmal und sticht sie einfach ab. Das ist halt was, dass das zu können, ist halt eine Kunst in Dark Souls, die vor allem im PvP extrem mächtig ist. Also wenn man da gut kontern kann, dann kann man halt sehr, sehr viele Kämpfe sehr einfach gewinnen. Und deshalb würde ich das gern können. Genau, da war noch eine Leiter hoch und da können wir dann da oben das Item noch einsammeln. Ja, du brauchst hier gar nicht ankommen. Abgestochen. Ah. Ich habe ein Schild, ich sollte ihn benutzen. Hose, wir haben seine Hose mitgenommen. Aha. Damit hat nicht gerechnet, glaube ich. Von hier sind wir ursprünglich, glaube ich, mal gekommen. Dass ich das Item nicht mitgenommen habe. Immer ein Titanitbrocken. War hier sonst noch was? Da ist noch eine Leiter. Führt denn die hin? Führt die nur da runter dann? Wir sind jetzt direkt hinter dem Drachen. Haben wir noch Feuerbomben? Ja, wir haben keine Feuerbomben. Ist natürlich schlecht. Also käme man zu dem Drachen hin. Gut, wir haben aber bestimmt doch irgendwelche Art Feuerpfeile, oder sagen wir hier vielleicht Oni-Töter, Großpfeile, okay, vielleicht doch kleine Pfeile. Scharfschützenbolzen, beziehungsweise explodierende Bolzen hören sich gut an. Dann benutzen wir jetzt mal eine Armbrust. Hier haben wir ja die Präzisionsarmbrust. Man kann auch hier so schön zielen mit. Dauert zwar eine Weile, aber wie gesagt, die Dinger töten mich ja immer ganz schön krass, weil ich keine Ahnung, wie man gegen die kämpft. Und warum nicht auch mal die Weichling-Taktik machen und Fernkampf einsetzen? Aber wir haben keine Munition mehr dafür. Dann gibt es Scharfschützenbolzen. Sehen wir, wie viel Schaden die machen. Okay, die machen praktisch keine Schaden. Wie schaut es mit Blitzbolzen aus? Wir wissen ja, dass die feuerempfindlich sind, aber wie sind sie? Okay, blitzempfindlich sind sie mal überhaupt nicht. Ich glaube, vielleicht wechseln wir doch mal zum Drachentöterpfeil. Ja, das macht auch genug Schaden. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Ich weiß, es ist eigentlich die langweilige Taktik, das so zu machen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, es gibt im Spiel Fernwaffen, also warum auch nicht mal benutzen. Außerdem sieht das Ding nach wie vor ziemlich geil aus. Und wir haben den Drachen da wegbekommen. Dafür brauchen wir einen Titanitbrocken und eine Glut und jetzt können wir da auch runter. Und das werden wir auch, weil da gibt es dann noch Items. Bam, 3-Punkt-Landung. So, den Bogen tauschen wir wieder gegen unseren Rapier aus. Ab und zu sind halt diese Fernwaffen auch echt praktisch. Auch wenn ich ja persönlich eher so der Melee-Typ bin, weil ich das halt lieber mag. So 1 gegen 1 reingehen in den Kampf und selbst kämpfen. Das ist ja das, was für mich immer einen geilen Bosskampf ausmacht, weshalb mir auch der Bosskampf gerade so gefallen hat. Weil es halt, also ein guter Bosskampf muss sich anfühlen wie ein Duell. Das muss sich anfühlen, als würden sich zwei richtig krasse Ritter oder so duellieren. Und das hatte der Bosskampf gerade, hat das zum Beispiel. Da war es halt diese mächtige Rüstung da. Da stirb, ich will dein Item.
gegen uns und das sind da coole Kämpfe, finde ich. Gerades Sonnenlichtschwert. Ui, was macht das denn? So viele schöne neue Waffen, die ich alle gerne benutzen würde. Ich mag diese Schwerter, diese normalen Schwerter. Und sag ich mal, alles, was so bis zur Größe vom Verbandengroßschwert geht, ist ziemlich cool für mich. Die großen Waffen mochte ich in Dark Souls 2 sehr gerne irgendwie, aber hier in dem Spiel muss ich sagen, auch wenn natürlich die schon auch cool sind, mag ich sie hier irgendwie nicht so gerne. Vielleicht werde ich das in meinem zweiten Playthrough noch für mich entdecken, aber im Moment mag ich die nicht so gern. Aber hier, das ist das Lothric-Schwert. Wo ist denn das? Dafür braucht man Intelligenz. Nee, Glauben braucht man dafür. Ja, ich glaube halt nicht an mich selbst. Ich glaube an meinen Degen. Aber wir haben das Item bekommen. Hashtag sammeln. So, hier ist aber noch mehr. Fliant von Lothric. Können wir wieder neue Spells lernen. Und damit setzen wir ein weiteres Mal das Fragment ein. Ist auch sehr praktisch, sowas zu haben. Weil es dann doch viel hilft. Fragt sich nur, wie man jetzt diesen einen blockierten Aufzug anbekommt. Vielleicht entweder bekommt man ihn, das ist immer das, bekommt man ihn später angeschaltet und kommt dann da wieder zurück. Oder, also kommt man da wieder hin. Oder verpasse ich gerade ein Secret oder so, weil ich mich nicht genug umsehe. Das ist immer die Frage. Aschenfürst wird benötigt, deshalb nicht hier. Na, hier aber auch nicht. Wahrscheinlich ging es da vorne weiter, aber ich will da hochgucken. Da ist nämlich ein Leuchtfeuer. Spart man sich zumindest 3 Meter gehen. Das ist ein etwas komisch platziertes Leuchtfeuer, dass man da halt alle 3 Meter eins hat. Hier scheinbar ein gefallener Ritter. Schlüssel des großen Archivs. Gothard Doppelschwerter. Die Doppelschwerter sind auch... Es gibt so viele coole Waffen im Spiel. Wo sind sie? Gothard Doppelschwerter. Da sind sie. Oh. Oh, wie geil. Das ist natürlich auch extrem cooler Kampfstil. Ich mochte es ja in Dark Souls 2 total gerne. Da konnte man ja jede Waffe so dual-wielden. Also, wenn man 2 Waffen vom gleichen Typ hatte, also, sag ich mal, jetzt hier, wenn ich jetzt hier 2 so Scimitars hatte, konnte ich die halt in beiden Händen so dual-wielden. Wenn ich 2 von solchen Hämmern hatte, konnte ich die auch dual-wielden. Das war in Dark Souls 2 immer eine recht coole Sache, dass man da alles dual-wielden konnte. Ui. Der Gothard war definitiv eine coole Sau mit den Schwertern. Die würde ich jetzt auch am liebsten gern leveln und hochbringen. Für Schaden an die 100 verglichen mit einem... Ja, natürlich haben sie ein bisschen weniger Schaden, weil es halt 2 sind. Ich glaube, das zählt ja für jede Waffe. Na, so viele coole Sachen hier. Okay. Scheinbar auch ein Charakter aus einem frühen Spiel. Ich kenne halt nicht alle. Ist auch so ein Problem. Ich habe ja ein furchtbares Namensgedächtnis. Schlüssel des Großarchivs benutzt. Das war aber auch nett, dass sie den Schlüssel direkt vor die Tür legen. Und jetzt sind wir in der Bücherei angekommen. Uiuiuiui. Dich kennen wir doch. Dich haben wir schon mal umgebracht. Du bist eigentlich tot. Das war doch der Crystal Sage gerade. Der ist tot. Wir haben den umgebracht. Okay, wir müssen den jetzt wahrscheinlich finden wieder. Oh, oh, Reptil. Bleib hier. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Jetzt haben wir dieses Reptil die ganze Zeit gejagt. Eieiei.
die Typen. Und jetzt haben sie auch noch glühende Waffen. Gott, oh Gott. Das macht's nicht besser. Okay, Grafikfehler, und wer seid ihr? Seid ihr Kerzen? Ich glaube, das sind Kerzen. Jetzt würde ich gern wieder... Okay, ihr seid sehr schwache Kerzen. Ah, du hältst ein bisschen mehr aus. Ah, wo, warum war hier der Crystal Sage? Versuch vorne. Kopf in Wachs tauchen. Why the fuck not? Yay! What the fuck? Wie ist jetzt eine Kerze? Also, ne? Hallo, ich bin eine Kerze. Schön, Sie kennenzulernen. What the fuck? Zeit für Nachahmung. Also, die Idee ist ja geil, aber warum? What the fuck? Ich kenne mich jetzt schon nicht mehr aus. Ich würde gerne unsere Schritte zurückverfolgen und dahin kommen, wo wir waren. Bevor wir dieses... Also das wird jetzt praktisch das ganze Gebiet hier sein. Ihr fallt hinter mir auf dem Boden und ich muss euch umbringen. Okay. Ich sehe schon. Die wollen wieder Spaß haben. Oh, das ist ein Item. Kann man da wieder hoch? Okay, wir haben die Echse ein Stückchen zu weit gejagt, fürchte ich. Da kommen wir nicht mehr runter. Ich wollte das Ding haben, das hat uns einen Edelstein gedroppt und Zeug... Und warum habe ich hier so grässliche Grafikfehler? Man weiß es nicht. Und ja, außerdem sind wir eine Kerze. Und hallo. Mal kurz einen Moment haben für mich. Danke. Okay. So, Ruiz. Hey, 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 hey. Diese blöden Ritter. Ich mach, selbst mit dem Schildbrust sind sie nervig. Aber wo zur Hölle sind wir jetzt hingekommen? Kristallglocke. Oh, Entschuldigung, da habe ich wohl was umgeworfen. Jetzt sind wir eh schon überall irgendwo runtergehüpft. Was soll schon noch kommen? Ich glaube, jetzt sind wir aber wieder unten, weil den, glaube ich... Naja, versuch du nur deinen Rumhüpfen hier. Genau, jetzt sind wir wieder am Eingang. Okay. Okay. Hier war, genau hier war der Crystal Sage. Der wird wahrscheinlich... Ja, ich höre ihn schon. Der ist jetzt irgendwo da oben und nervt uns. Aber wir werden ihn finden. Und dann werden wir ihn verprügeln. Ich bin gerade wieder runtergesprungen. An der gleichen Stelle. Ich bin, glaube ich, gar kein so schlauer Mensch. Habe ich das Gefühl. Es war gerade genau zweimal die gleiche Handlung. Die haben wir ja schon alles. Na gut, da geht's noch weiter. Okay, hier ist... Jetzt haben wir keinen Wachs mehr. Moment, Moment, Moment. Du musst da echt gut Luft holen, weil da kannst du für ein paar Minuten nicht atmen. Kann ich mich jetzt hier nicht anzünden? Dann eine Kerze sein? Ich wäre jetzt gerne wirklich eine Kerze, dann könnte ich im Dunkeln sehen. Oi, 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 what the fuck?
shit, was ist da los? Alter, hat mich das gerade erschrocken. Ist noch eine Echse. Die tun aber nichts. Funktioniert im chaotischen Edelstein. Die tun halt echt nichts. Ich will nicht zu lange stehen, weil am Ende tun sie doch was und dann haben wir ein ziemliches... Ah, fuck, der ist schon weg, schade. Falsch, das ist keine Illusion. Lügenpresse! Was hat's denn mit den Dingern auf sich? Oder greifen die uns nicht an, weil wir so ein Kerzenkopf sind? Das wäre natürlich eine coole Mechanik, dass man nicht angegriffen wird, wenn man ein Kerzenkopf ist. Greift der uns an? Oh ja, er greift uns an, er weiß es. Aber solange man ein Kerzenkopf ist, greifen die einen nicht an. Das ist ziemlich nice. Hast du Feuer für mich? Nee? Okay, dann musst du sterben. Ja, sogar überlebt. Überlebt das hier. In den Anus gestochen. Wie viele von den Krabbeln sind hier eigentlich? Ha, noch erwischt. Für die Kleinen sollte ich echt, wenn es irgendwie auf offenem Terrain ist, das Schwert benutzen. Und. Ne, das war. Das war nur. Müssen die mich nicht eigentlich also anmachen, wenn sie Feuer auf mich werfen? Also müsste das nicht so sein? Ich meine, da müsste ich doch jetzt eine brennende Kerze sein. Hier kann ich wieder nachwachsen. Oh. Da oben ist der Sage, oder? Blöde Drecksau. Das Gebiet werden wir noch eine Weile durchsuchen müssen. Ich habe das Gefühl, hier habe ich so viel noch übersehen. Ich finde es zu... Oh Gott, greifen sie uns jetzt an? Ja, 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 jetzt greifen sie uns an. Okay. Nachwachsen, 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 nachwachsen. Oh, blub. Ja, gut zu wissen, dass das tatsächlich so ist. Das ist aber eine geile Mechanik, dass man einfach... Dass die Typen halt einen nicht angreifen, wenn man einen von ihren Verbündeten nachmacht. Da habe ich da gerade irgendwas runterhüpfen gehört. Da hat irgendwas runtergefallen. Windbrocken. Ah, hier waren wir aber schon. Da ist eine Leiter. Auch noch wohin. Da müssen wir auch überall Sklaven anwenden. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich bin eigentlich. Für ein Archiv haben die aber auch eine Scheißbeleuchtung. Gut, die Leute hier drin sind Kerzen, also. So viel dazu. Ach, jetzt haben wir hier einen Shortcut gefunden. Hier kommt man rein. Ah, okay, nice. Shortcut. Immer gut zu wissen, dass man einen Shortcut hat. Grundsätzlich beruhigendes Gefühl zu wissen, auch wenn ich versage, kann ich schnell wieder hinkommen. Das mag ich in Dark Souls immer total gerne, wenn man Shortcuts findet, dann wirklich so ein Gefühl hat, ach ja, jetzt sind wir hier. Also, da ist noch so ein Ding oben, sag mal, wie viele sind denn hier? Allein deshalb werden wir halt Stunden hier verbringen, weil ich die alle finden will. Okay, da ist der Sage oben. Da geht's raus. Da liegt auch noch was. So, dann auf zum Sage. Verprügeln wir den doch mal ein bisschen.
Ach komm, du hast kein HP mehr. Kommt der Sage da einfach wieder zurück, die alte Sau? Okay, wir sind immer noch verwachst. Ich frage mich halt, was das Wachs wegmacht. Ich meine, was der. Also geht das nach einer Weile weg oder muss man da von irgendwas getroffen werden? Auf jeden Fall sollten wir es aber so lange wie möglich halten. Es könnte natürlich sein, dass es durch Feuerangriffe weggeht, weil es dann schmilzt. Würde zumindest Sinn machen. Ohne Wachs muss das Tier echt furchtbar sein. Ich meine. Oh, jetzt hat sich's ausgewachsen. Nicht von dem hier getötet werden. Nein, das ist der Crystal Sage. Teilschriftrolle. Jetzt sind wir halt nicht mehr verwachst. Und haben keine Estes mehr. Und da ist ein Ritter. Und gegen den kämpfen wir in der nächsten Folge. Ich sag tschüss YouTube und bis zum nächsten Mal. Praise the Sun.